Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei GTA 5 unsere KD nachschauen können. Das erste, was wir machen müssen, ist, dass wir auf die Karte gehen. Als nächstes klicken wir dann auf den Punkt Online und dann gehen wir auf Spieler. Hier oben rechts sehen wir dann schon unsere KD. 0,45 ist es jetzt bei mir. Das ist der Wert, der rauskommt, wenn man die Kills geteilt durch die Tode rechnet. Frag mich bitte nicht, warum ich eine 0,45er KD habe. Ich weiß es selber nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir hier auf den Punkt Statistiken gehen und dann hier bei der Karriere sehen wir dann nochmal die genauen Zahlen. Also ich habe insgesamt 113 Spieler selber getötet und ich bin 253 mal durch andere Spieler gestorben und daraus ergibt sich dann eben der Wert 0,45. Wenn ich euch mit diesem Video hier etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!